Ich freue mich sehr. Es wird ein cooler Trip. Ich nehme euch natürlich mit. Schauen wir einfach spontan. Aber ich hoffe, wir haben es gleich geschafft. Und Rems muss essen, weil es schon 3:30 und wir haben immer noch nicht zu Mittag gegessen. Ich habe gerade geguckt. 26.000 Schritte, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Platz in meinem Koffer, ich weiß, aber ich habe auch wirklich nur leichte Dinge gekauft. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon hier sehr ready, fertig gepackt, denn es ist Spring Break, yay! Und für mich geht's nach New York. Wie cool ist das denn? Ich freue mich mehr. Ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht raus. Hier ist mein Koffer. Ich werde auf jeden Fall den großen mitnehmen für eine Woche. Wir sind nicht die ganze Woche in New York, sondern 5 Tage bis Mittwoch. Und danach geht's nach Washington und dann wieder hierher zurück. Und ich freue mich mega, einfach mal rauszukommen und nach New York. Ich meine, wie cool ist das? Ich war noch nie in New York, ich war auch noch nie in Washington und ich freue mich sehr, dass wir da heute hinfahren. Der Bus geht in ungefähr einer Stunde, glaube ich, um 8:30, glaube ich, kommen wir ungefähr an in New York. Und ja, ich freue mich sehr. Es wird ein cooler Trip. Ich nehme euch natürlich mit und jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen, damit ich noch das zu meinen Freunden in die Residence Hall schaffe, weil das ist 10 Minuten von hier. Und dann werden wir einen Uber dahin nehmen zu der Busstation und dann den Bus da nehmen. Das ist der Plan. Let's go, würde ich sagen. Ich stehe gerade in dem Gang vom Hotel, weil ich gerade noch mit meinem Papa telefoniert habe. Der hat heute Geburtstag. Alles Gute nochmal. Und heute ist der erste Tag in New York und unser Plan ist so grob. Also das Wetter ist nicht super, es regnet schon ein bisschen. Unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir heute Morgen ins Met Museum gehen, also dieses Metropolitan Museum. Genau. Und davor wollen wir uns noch irgendwas zum Frühstücken holen, mal schauen. Und danach, am Nachmittag, soll es eben nicht regnen. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir da vielleicht eine Bootstour um Manhattan, um so mal ein bisschen näher an die Freiheitsstatue zu kommen und das einfach so ein bisschen zu sehen. Aber da müssen wir noch schauen. Also das ist noch nicht so fix. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen, vielleicht laufen wir einfach mal nur ein bisschen rum oder so. Schauen wir einfach spontan. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich nehme euch natürlich mit. Wir haben jetzt alle einen Wish-Coin und eben, we have a coin and we are gonna dump it into the fountain. We need to make a wish, yeah. But we need to think about a wish. Yeah, let's think. Wir haben mittlerweile schon ein bisschen später und sind jetzt auf dem Weg, was zu essen zu holen. Wir haben sehr Hunger, aber ich hoffe, wir haben es gleich geschafft und Rems muss essen, weil es ist schon 3:30 und wir haben immer noch nicht zu Mittag gegessen.
Wir waren jetzt heute Nachmittag noch beim World Trade Center und bei dem Memorial und haben uns dann noch die Site bei Nacht angesehen und die Statue of Liberty haben wir so von weitem gesehen. Die Butze haben wir heute nicht gemacht, aber dafür haben wir, glaube ich, trotzdem schon viel gesehen heute. Und ja, jetzt geht's zurück. Wir sitzen in der U-Bahn und unsere Füße sind kaputt. Ich habe gerade geguckt, 26.000 Schritte, ich kann nicht mehr. Wir holen uns jetzt noch irgendwas zu essen und dann chillen wir eigentlich nur noch den Nachmittag, weil wir sind einfach echt kaputt. Kleines Update, wir haben uns Popeyes geholt zum Popeyes, ja, lol. Ich bin ein bisschen durcheinander, zum Abendessen und gehe jetzt zurück in unser Hotel und essen dann. Und ich melde mich morgen, denke ich, dann wieder. Gute Nacht. Wir sind mal wieder hier in der Mall, wo wir gestern auch schon waren. Haben gerade jetzt gefrühstückt. Wir werden jetzt gleich mal zur Freiheitsstatue gehen und da mit der Ferry auf die Insel rübersetzen. Und ja, dann schauen wir mal. Heute Nachmittag oder heute Abend um 6 haben wir noch so eine, weiß nicht was das ist, aber es heißt das Summit. Es ist, glaube ich, eine Aussichtsplattform. Da haben wir auf jeden Fall sowas gebucht. Genau, das steht dann auch noch an, aber jetzt sind wir erstmal hier in einem Supermarkt und holen uns noch was zu essen für heute Mittag. Ja, und ich melde mich dann später wieder. Wir waren jetzt auf den Staten Island. Ich habe ein bisschen geshoppt, aber es war echt ein guter Laden. Sie hatten wirklich, wirklich schöne Klamotten. Ich habe keinen Platz in meinem Koffer, ich weiß, aber ich habe auch wirklich nur leichte Dinge gekauft. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder zurück mit der Ferry zu der Hauptinsel. Keine Ahnung, ich habe noch nicht so ganz den Aufbau von New York verstanden. Wieder an der Statue of Liberty vorbei. Ja. Und dann mal schauen, was wir noch so machen bis zum Summit.